Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Herr Di Lorenzo, das Thema Vertrauenskrise hängt sich ja vor allem an der Flüchtlingsberichterstattung auch auf. Welche Fehler haben Medien da gemacht? Ich glaube, dass wir eine ganze Weile zu sehr dazu tendiert haben, uns zu Mitgestaltern dieser Flüchtlingsbewegung zu machen und nicht uns konzentriert haben auf die Rolle der Beobachtung. Und das haben uns Leute übel genommen. Es gab, ich hätte mir zum Beispiel nie träumen lassen, dass eine ganz große Zeitung in Deutschland die Refugees Welcome Parole übernimmt. Ursprünglich war das eine Parole der Lampedusa-Gruppen, die Flüchtlinge unterstützt haben hier aus der autonomen Szene. Also da fand das Vorurteil Bestätigung, dass wir sozusagen mit der Macht, mit den Eliten unter einer Decke stecken und sozusagen das, was uns verordnet wird, mit unterstützen. Was de facto nicht der Fall ist, aber diesen Eindruck konnte man durch diese Berichterstattung durchaus gewinnen. Können Sie sich davon freisprechen, was die Zeit betrifft? Nein, auch wir haben einen Titel gemacht, so in der Frühphase, der diese Zurückhaltung nicht hat erkennen lassen. Die Zeile war Willkommen, Ausrufezeichen, und der Leitartikel hat das nochmal verstärkt. Jeder Flüchtling, das sind jetzt meine eigenen Worte, ist eine Bereicherung fürs Land. Und da kann man nur als Blatt versuchen, den Einschätzungsunterschied, den es in der Redaktion gibt, transparent zu machen. Ich kann nicht und will auch nicht verordnen, ihr habt die und die Position einzunehmen, aber dass wir da sehr unterschiedlicher Meinung sind, das müssen wir dem Leser sichtbar machen. Das tun wir auch. Hat sich das in der breiten Medienlandschaft inzwischen etwas geändert, diese Feierstimmung? Es hat sich ein bisschen verändert, auch durch den Schock der Silvesternacht, wo in der Tat die Frage immer noch nicht ganz und nicht befriedigend beantwortet worden ist, warum wir 4 Tage gebraucht haben, um über diese skandalösen Vorfälle dort zu berichten. Man kann es nicht, diese Tendenz gibt es, es alles auf die Polizei abzuschieben. Ich glaube, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Es gab mit Sicherheit auch das Gefühl oder diese Haltung, es darf nicht sein, was nicht sein soll. Können die Zeitungen diejenigen zurückgewinnen, die sie enttäuscht haben mit dieser Berichterstattung, dieser positiven Berichterstattung? Ja, die wir schon hatten, ja. Ich glaube aber, dass es Kritiker gibt, die uns vorher auch nicht gelesen haben und die leider für Argumente im Moment jedenfalls nicht zugänglich sind.